Aber nochmal, was ich ein bisschen heute auch in den Reden vermisst habe, und vielleicht können Sie das aber jetzt hier auch nochmal ganz klar sagen, Sie sehen schon den Aggressor Russland. Und Sie fordern auch, würden Sie damit übereinstimmen mit der UN-Konvention, die ja vorgestern verabschiedet wurde, Russland muss sich komplett zurückziehen aus den besetzten Gebieten. Das ist selbstverständlich. Russland muss sich natürlich, Russland ist der Aggressor, der brutale Aggressor, und Russland muss sich aus den am 24. Februar besetzten Gebieten zurückziehen. Das ist doch selbstverständlich. Und die Ukraine muss dafür eine Garantie des Westens bekommen, eine Sicherheitsgarantie. Das ist klar. Das sind die Basics. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Sevim Dadelen. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Linken und Unterzeichnerin des sogenannten Manifests für Frieden. Guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Abdulaziz Said. Frau Dadelen, wir haben es eben gehört, in diesem Manifest für Frieden, dem sogenannten, da wird ein Waffenstillstand gefordert und Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Was nicht gefordert wird, haben wir auch eben gehört, ist ein Rückzug der russischen Truppen. Warum nicht? Also sehr wir uns natürlich einen Rückzug der russischen Soldaten in der Ukraine wünschen, so sehr glauben wir, dass das eine unrealistische Forderung ist.